Mein Urgroßvater betrieb in Burma eine Reismühle. Und Burma war damals ja englische Kolonie. Und das war dann auch der Grund, warum meine Großmutter in London geboren wurde. Aber 1909 ist mein Urgroßvater dann mit seiner Familie nach Deutschland zurück. Und insofern hatte meine Großmutter dann die Chance, in Berlin ihren Mann kennenzulernen, Werner Funk. Sie haben dann auch 1926 geheiratet und 1927 gemeinsam ihr Haus in Köln gebaut. Mein Großvater Werner Funk war ein ausgebildeter Opernsänger. Er sang Bariton. Er hat sogar mit Caruso zusammen 1913 in der damaligen königlichen Oper gemeinsam auf der Bühne gestanden und den Baiazzo gesungen. Also meine Großeltern Werner Funk und Eliana Funk waren begeisterte Doggenzüchter und haben sehr viele Hunde auch international verkauft. Also sie haben auch internationale Championate gewonnen, Weltsiegertitel. Und warum der Zwinger Funken von der Heide so bekannt war und auch heute bei Doggenzüchtern immer noch bekannt ist, ist, meine Großeltern haben die blaue Farbe bei den Doggen gezüchtet. Die gab es vorher nicht. Und das war natürlich was Besonderes. Meine Großeltern sind viel in der Welt herumgereist mit ihren Hunden und haben aber auch die Hunde verkauft, nicht nur nach Rumänien, sondern selbst bis nach Jordanien. Also 1945 kamen die Russen nach Golm und das Haus meiner Großeltern wurde beschlagnahmt von den Russen und ist als Kommandantur ausgebaut worden, wo sie dann drin saßen und meine Großeltern mussten raus aus dem Haus. Vorher, als sie auf das Grundstück kamen, gab es da einen dramatischen Einschnitt bei meinem Großvater. Die Hunde wurden alle erschossen von den Russen und das war natürlich für ihn psychisch schwer zu verkraften, weil das auch sein Lebenswerk war. Und meine Großmutter hatte dann mit einem doch angeschlagenen Mann und mit zwei Kindern es wirklich schwer, ist dann zu ihrer Haushälterin nach Eiche in die Waschküche gezogen, wo sie dann fast ein Jahr lang in dieser Waschküche als Familie überleben mussten. Meine Großmutter war für ihre Zeit schon eine sehr emanzipierte, eigenständige Frau, also wirklich tough, wie sie das auch gehandelt hat. Und solange wie ich denken konnte, ich bin also auch in dem Haus sozusagen groß geworden, was meine Großeltern gebaut haben, haben wir immer zusammen gewohnt.